Füße klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Und ist der Graben mal zu breit? Das ist keine Schwierigkeit. Hex, Hex, kling, kling, Sabrina, spring, super, Bibi, los, Amadeus. Aufgesessen lang die Zügel, sattelfest den Fuß im Bügel, über Felder, über Weiden, jeder kennt die beiden. Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde. Heute geht's dir prima, stimmt's, Amadeus? Genau wie Sabrina. Und Maharaja. Aber mir geht's ganz besonders prima. Ich weiß warum. Alex ist schuld. Ach, das waren doch nur ein paar Blumen. Nicht der Rede wert. 20 rote Rosen aus dem Schlossgarten? Das ist so süß von dir. Ach. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es ist ein wunderschöner Tag in Falkenstein und Umgebung. Bienen summen, Schmetterlinge flattern, der Himmel ist strahlend blau und wolkenlos und Tina ist heute besonders glücklich. Denn wie ihr ja schon gehört habt, hat Alexander ihr Rosen geschenkt. Nanu, wieso stoppen die drei Freunde jetzt an der alten Eiche? Gut, Alex. Also dann bis morgen zum Eisessen. Na klar. Aber bring nicht noch mal Blumen mit, sonst schwebt Tina mir noch davon. Ach, was, Bibi. Und wenn schon, du kannst ja doch mit dem Besen hinterherfliegen. Ach, übrigens, ich muss euch noch was sagen. Also, es ist so... Oh, weia, jetzt kommt das dicke Ende. Ja, Quatsch, das mit dem Eisessen ist gebongt. Nur mit dem Distanzreiten übermorgen. Könnte sein, dass es da ein Problem gibt. Oh, wieso? Das planen wir doch schon seit Monaten. Sabrina, Amadeus und Maharaja sind topfit. Hey, hey, langsam. Ich habe ja nur gesagt, es könnte ein Problem geben. Aber vielleicht klappt's ja. Wieso denn nur vielleicht? Also es ist so. Heute kommt ganz überraschend irgendeine Gräfin vom Turm zu Besuch ins Schloss. Eine Bekannte meines Vaters. Ah, und du musst den Gastgebersohn spielen. Na, ein bisschen zumindest. Ach, wie blöd. Wieso kommt ihr so plötzlich? Ich weiß auch nicht. Unser Butler Dagobert hat den Anruf heute Morgen entgegengenommen. Ein spontaner Kurzbesuch. Na, vielleicht ist sie dann ja übermorgen wieder weg. Ja, kann sein. Naja, jedenfalls muss ich sie gleich vom Bahnhof abholen. Hat sie ausdrücklich verlangt. Du liebe Zeit. Kann die noch nicht mal alleine aus dem Zug steigen? Total etepetete. Stimmt. Hey, weißt du was? Wir kommen einfach mit. Ja, und erzählen ihr gleich von unserem Distanzreiten. Dann kann dein Vater nicht so tun, als ob du Zeit für sie hättest. Was? Also ihr seid ja... Wir sind nur das Empfangskomitee für Frau Oberblaublütig. Genau. Und wir klären das dann mal für dich. Hey, auf dem Weg! Hey, Vorsicht! Das ist ein Reitweg, kein Parkplatz. Wer war denn das? Keine Ahnung. Jedenfalls war sie echt schnell. Bitte? Los, Bibi, die holen wir ein. Klar. Heya! Heya! Los, komm, Alex! Was? Ja, gut. Tempo, Maharaja! Hinterher! Tja, das lassen sich Bibi und Tina nicht bieten, dass jemand wie der Wind an ihnen vorbeiprescht, wo sie doch die schnellsten sind. Das fremde Mädchen reitet eine edle, pechschwarze Araberstute. Sie scheint nicht aus der Gegend zu sein, denn eigentlich kennen die drei Freunde hier alle Mädchen und Jungen in ihrem Alter. Bibi und Tina haben die Fremde schon fast eingeholt. Gleich haben wir sie, Bibi! Los, schneller, Amadeus! Hey, ja, Sabrina, gib alles! Hey, ihr seid so schnell wie ich! So eine Frechheit! Was glaubst du denn? Uns hat noch keiner geschlagen! Wow! Okay, ich würde sagen, Gleichstand. Okay, diesmal ja! Oh, Sabrina! Oh, Amadeus! Stopp, meine Gute! Das war ja klasse! Tja!
machen wir jeden Tag. Nett, euch kennenzulernen. Gleichfalls. Darf ich vorstellen? Sabrina. Und das ist Amadeus. Sag guten Tag. Sehr nett. Meine Stute heißt Bella. Sie ist mein Ein und Alles. Sie ist wunderschön. Sieh nur, Tina, das Fell. Araber? Hm, fast. Sie ist Araberin. Oh, Maharaja. Na endlich. Sehr lustig. Ihr seid einfach losgeprescht. Oh. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Entschuldigung. Wir mussten unsere neue Freundin doch einholen. Ich heiße übrigens Bibi Blocksberg. Blocksberg? Wie der Berg der Hexen? Mhm, genau. Und ich bin eine Hexe. Oh, klar. Und ich bin die Tochter von Genghis Khan. Soll ich dir beweisen? Lass es, Bibi. Ich heiße Tina Martin. Und ich bin Alexander von Falkenstein. Kannst mich aber Alex nennen. Nein. Doch, Alex reicht. Das meine ich nicht, Alex. Ich bin Elisabeth von Turm. Auf dem Weg zu euch. Was? Aber wir dachten, du bist deine Mutter. Also, ich meine... Verstehe schon. Meine Mutter hatte bei euch angerufen. Da hat euer Butler wohl was falsch verstanden. Allerdings. Vater wird Augen machen. Nur, wolltest du nicht mit dem Zug kommen? Doch. Aber ich hatte Lust zu reiten und bin mit Bella eine Station früher ausgestiegen. Mein Gepäck wird nachgeschickt. Na dann, willkommen in Falkenstein. Danke. Reitet ihr mit zum Schloss? Bibi? Tina? Na klar, den Blick vom Grafen will ich sehen, wenn du plötzlich auftauchst. Bibi und Tina sehen ziemlich erleichtert aus, nachdem sie Elisabeth kennengelernt haben. Sie versteht bestimmt, warum die beiden Alexander für ihre Teilnahme am Distanzreiten brauchen. Fröhlich traben die vier zum Schloss. Im Innenhof angekommen, steigen sie ab und werden sogleich vom Grafen begrüßt. Was soll das denn jetzt werden? Vater! Hallo, Herr Graf. Schöner Tag heute, nicht? Wunderschön. Alexander, ich habe doch gesagt, du sollst Bibi und Tina heute mal nicht herbringen, wenn wir fürstlichen Besuch bekommen. Ja schon, aber... Kein Aber. Und überhaupt, wer ist dieses fremde Mädchen? Elisabeth von Turm. Guten Tag. Elisabeth wer? Der fürstliche Besuch. Bitte? Die kleine Elisabeth? Aber ich dachte, du wärst deine Mutter. Also ich meine... Mutter hat angerufen, dass ich komme und vom Bahnhof abgeholt werden soll. Das hat Dagobert wohl falsch verstanden. Allerdings. Also, wie groß du geworden bist. Ich hab dich gar nicht mehr erkannt. Genauso groß wie Alex. Ja, ja. Ihr seid ja auch gleich alt. Nun, du bist natürlich genauso willkommen wie deine Mutter. Danke sehr. Wo kann ich Bella unterbringen? In unserem Stall. Alexander, kümmere dich darum. Und dann kommt bitte hoch zum Essen. Du bist sicher hungrig von der Reise. Dürfen Bibi und Tina mitessen? Wie? Also... Och, das würde mich sehr freuen. Na gut, wenn du darauf bestehst. Die zwei sind mir ja immer willkommen. Aha. Gut zu wissen. Kurz darauf sitzen alle fünf im Speisezimmer. Es gibt Kartoffelpuffer mit frischem Apfelmus. Elisabeth ist tatsächlich hungrig und auch Bibi und Tina lassen es sich schmecken. Mmh, lecker. Hätte gar nicht gedacht, dass es hier sowas gibt. Ja, kann ich noch einen haben? Die schmecken ja toll. Das sind Puffer nach einem alten Familienrezept derer von Falkenstein. Magst du auch noch einen, Elisabeth? Na klar. Ich will Bibi und Tina ja in nichts nachstehen. Ich nehme auch noch einen, Vater. Oder besser gleich zwei. Nun denn, Dagobert, noch eine Platte Puffer bitte. Und Apfelmus. Selbstverständlich, so, Elisabeth, die Herrschaften. Erzähl doch mal, wie geht es deiner Mutter? Prima. Sie lässt gerade weitere Ställe bauen, damit wir Platz für neue Pferde haben. Das klingt aber interessant. Mhm, das war meine Idee. In der Tat? Ja, Potzblitz. So habe ich mir eine zukünftige Schlossherrin vorgestellt. In ein paar Jahren... Aha. Vater, bitte. Der schöne Porzellanteller. Oh. Entschuldigung. Kein Problem. Ene mene Ringelnatz. Teller steht an seinem Platz. Hex, hex. Bibi, du bist ja wirklich eine Hexe. Ja, praktisch, was? Alles wieder ganz. Normalerweise wird hier aber nicht so herumgehext. Nein, nein. Herr Graf, ich wollte Sie was fragen. Es ist wichtig. Es ist wegen des Distanzreitens, hm? Habe ich recht? Mhm, ja.
Jetzt, wo sich Alex nicht um Elisabeths Mutter kümmern muss, darf er mitreiten, oder? Wir haben uns so darauf gefreut. Und hart trainiert. Nun ja, ich denke mal, das wird kein Problem sein. Oder, Elisabeth? Ihr reitet da auch mit? Hä? Wieso? Du ebenfalls? Na klar, deshalb bin ich doch gekommen. Ach, so ist das. Interessant. Weißt du denn schon, mit wem du reiten wirst? Mit Bella natürlich. Tina meint, welches Team? Hä? Beim Rotenbrunner Nachwuchsdistanzreiten sind nur Teams zugelassen. Wirklich? Mhm. Ja, wusstest du das nicht? Nein. Aber vielleicht kann ich ja bei euch dreien mitmachen. Naja, das wäre toll, aber... Aber was? Naja, es dürfen nur 2 oder 3 Reiter pro Team sein. Was mache ich denn da? Ja, das frage ich mich auch. Irgendetwas sagt mir, dass Elisabeth nicht so leicht aufgeben wird. Bibi und Tina müssen kurz darauf Tschüss sagen, denn zu Hause auf dem Martinshof gibt es noch eine Menge zu tun. Alexander bringt sie hinunter zum Stall. Tina guckt ein bisschen traurig, als sie und Bibi Sabrina und Amadeus aus den Boxen holen. Dabei hat der Graf doch die Erlaubnis zum Distanzreiten gegeben, oder nicht? Seltsam. Na, meine Süße, jetzt geht's zurück. Moment noch, Bibi. Du, Alex? Ja? Also, diese Elisabeth. Die ist nett, oder? Ja. Aber was meinte dein Vater eigentlich damit? So hätte er sich die zukünftige Schlossherrin vorgestellt. Ach, gar nichts. Tut mir leid. Vater redet manchmal dummes Zeug. Du denkst aber nicht so, oder? Bitte? So ein Quatsch. Na gut. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Bleibst beim Eisessen morgen? Na klar. Ich ruf dich nochmal an. Wann genau? Also bis morgen. Komm, Bibi. Na klar. Tschüss, Alex. Tschüss, ihr zwei. Hey, ja, Sabrina. Los, Amadeus. Auf dem Weg zum Martinshof hat Tina plötzlich Lust, in vollem Galopp zu reiten. Das lässt sich Amadeus nicht zweimal sagen. Und Bibi mit Sabrina auch nicht. Es ist eigentlich wie immer, wenn die zwei durch den Falkensteiner Forst um die Wette reiten. Eigentlich. Doch seltsam. Tina sagt kein Wort, kein Juhu, kein schneller Amadeus, nichts. Kurz vor dem Martinshof hält es Bibi nicht mehr aus und stoppt Sabrina. Oh, Sabrina! Oh, Amadeus! Mensch, Tina! Was hast du denn auf einmal? Was meinst du? Na, seitdem wir das Schloss verlassen haben, sagst du kein Wort mehr. Naja, kann sein. Kann sein? Es ist so. Was ist los? Raus mit der Sprache. Ach, es ist albern, aber... Jetzt sag schon, ich bin deine beste Freundin. Es ist wegen dieser Elisabeth. Sie ist so hübsch und so elegant und der Graf findet sie viel toller als mich. Aber Tina, das ist doch Quatsch. Nein, er hat's doch selbst gesagt. Und hast du nicht bemerkt, wie Alex sie angesehen hat? Nein, habe ich nicht. Und es stimmt auch nicht. Tina, du bist doch nicht eifersüchtig. Was? Nein. Vielleicht ein kleines bisschen? Nein. Auf Elisabeth? Nein. Also gut. Vielleicht. Vergiss es. Alex hat dich lieb, hat er doch eben noch gesagt. Und jetzt hör auf. Du hast recht. Morgen gehen wir Eis essen und alles ist wie immer. Ganz genau. Bist du jetzt wieder die alte Tina? Und ob? Wer zuerst am Martinshof ist? Tempo, Amadeus! Was? Na, warte. Hey, Sabrina, Blitzstart! Wo bleibt ihr denn? Schön, dass Tina jetzt wieder lacht. Warum macht sie sich nur Gedanken um diese Elisabeth? Sie ist doch ganz nett. Hören wir mal, wie es auf dem Schloss weitergeht. Alexander ist auf dem Schlosshof und striegelt das Fell von Maharaja. Und im Gebäude? Da ist Elisabeth gerade auf dem Weg in die Bibliothek. Sie sieht aus, als wolle sie den Grafen etwas fragen. So, du kommst dorthin und du, ja was, herein. Störe ich? Ach, du bist es, Elisabeth. Nein, gar nicht. Ich ordne nur meine Monokelsammlung. Kann ich etwas fragen? Aber immer doch. Warum schaut unsere junge Fürstin denn so bedrückt? Ach, sieht man das? Sogar ohne Monokel. Nun, es ist wegen des Distanzreitens. Ich wollte doch so gern daran teilnehmen. Als hätte ich's geahnt. Alle in der Gegend sind verrückt danach.
Alexander auch. Na klar, es ist das einzige Nachwuchsdistanzreiten weit und breit. Eine tolle Sache für junge Reiter, und Reiterinnen natürlich. Schon, aber nur im Team. Und deswegen habe ich mir gedacht, also... Ja, nun mal raus damit. Ich könnte doch vielleicht zusammen mit Alexander reiten. Bibi und Tina sind ja schon zu zweit. Aber ja, warum denn nicht? Also von mir aus herzlich gern. Wirklich? Natürlich nur, wenn er einverstanden ist. Klasse! Sagen Sie ihm das, dass er mit mir reiten soll? Du meinst, ich soll das entscheiden? Nein, also das geht leider nicht. Aber... Wenn nun meine Mutter hier wäre, dann hätten Sie doch auch entschieden, dass er sich um Sie kümmern müsste. Das wäre ja auch etwas völlig anderes. Wieso denn? Weil ich ihm nur sagen kann, was er für mich und nicht, was er für sich selbst tun soll. Verstehe. Aber wenn Alexander nun einverstanden wäre, dann fänden Sie das auch gut? Aber ja, ist eine hübsche Idee, so ein... Adelsteam, das passt doch vortrefflich. Gut, dann frage ich ihn selbst. Tu das. Ich denke allerdings, es wird schwer, ihn dazu zu bringen. Warum? Nun ja, Alexander hat gelegentlich einen rechten Dickschädel. Keine Ahnung, von wem er das hat. Ach, kein Problem. Ich frage ihn so lange, bis er ja sagt. So mache ich das bei meiner Mutter auch immer. So, so. Danke, Herr Graf. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Tja, diese Kinder. So ist das also. Elisabeth will versuchen, Alexander zu überreden, mit ihr statt mit Bibi und Tina am Distanzreiten teilzunehmen. Na, darauf bin ich ja mal gespannt. Sie läuft schnurstracks hinunter in den Schlosshof, wo Alexander gerade mit dem Striegeln von Maharaja fertig geworden ist. Hey, Alex! Elisabeth! Wow, wie sein Fell jetzt glänzt. Oh, dein Maharaja ist wirklich ein super schöner Araberhengst. Ich bin auch ganz stolz auf ihn. Sag Dankeschön für das Kompliment, mein Großer. Zu zweit wären er und Bella unschlagbar. Ein richtig tolles Paar. Ja, deine Bella ist genauso schön. Hast du das gehört, meine Prinzessin? Willst du auch Fellpflege machen? Hier sind die Sachen. Gute Idee. So, meine Prinzessin. Ja, ganz brav. Komm schön her. Du, Alex. Ja? Warum trittst du bei diesem Distanzreiten eigentlich nicht zusammen mit mir an? Das geht nicht. Ich bin im Team mit Bibi und Tina. Wir drei haben zusammen trainiert. Ach, Tina hat doch Bibi. Die zwei könnten sich auch nur zu zweit anmelden. Ich aber nicht alleine. Ja, ich weiß. Trotzdem, Elisabeth, versprochen ist versprochen. Ach, wie schade. Hast du das gehört, Bella? Er will uns nicht helfen. Was? Aber ich kann doch nicht... Bist du jetzt etwa beleidigt? Kommt drauf an. Wenn du mir morgen die Gegend zeigst, dann nicht. Aber das musst du mir jetzt versprechen. Also gut, wir machen morgen einen Rundritt zusammen. Ach, danke, du bist ein Schatz. Du meine Güte, hat Alexander denn das Eisessen mit Tina ganz vergessen? Ich fürchte, das muss er dann wohl absagen. Tina ahnt natürlich nichts von alledem. Am nächsten Morgen sitzen Bibi und sie gerade in der Martinshofküche und essen Brötchen mit Marmelade, trinken Kakao und reden über das bevorstehende Distanzreiten. Da klingelt das Telefon. Hier ist der Martinshof. Guten Morgen. Tina Martin am Apparat. Hallo, Tina. Ah, Alex, hi. Na, wie geht's? Prima. Wann treffen wir uns? Du, hör mal, das mit dem Eisessen. Die Eisdiele hat jetzt Spaghetti-Eis. Ist das nicht toll? Oh, wirklich? Ja, klar. Also die Sache das ist die... Das gibt's überall. Nur in Falkenstein hatten sie davon noch nichts gehört. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja. Also, was ich sagen wollte, ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Ich muss Elisabeth die Gegend zeigen. Wir reiten aus. Oh, wirklich? Sei nicht böse, ja? Das Eis läuft uns ja nicht weg. Nein, es schmilzt höchstens. Unsinn. Alex, kommst du? Ja, sofort. Was? Nichts, ich habe mit Elisabeth gesprochen. Ah, verstehe. Ja, na gut, dann ein anderes Mal. Alex!
Ja, genau. Gut, also dann bis dann. Bis dann, Alex. War das Alex? Ist alles gebongt? Nein. Er muss Elisabeth die Gegend zeigen. Also kein Eis essen. Ach, wie doof. Ja. Tina? Hm? Bist du etwa wieder eifersüchtig? Hm. Dumm, nicht wahr? Dabei sehe ich Alex ja morgen beim Distanzreiten. Alex? Oh, schön, dass du noch mal... Hallo, Tina, ich bin's. Ah, Elisabeth. Entschuldige. Macht nichts. Du, ich wollte dich und Bibi was fragen. Warte, ich schalte kurz auf Lautsprecher, damit Bibi dich auch hört. Hallo, Bibi. Hallo, Elisabeth, wie geht's? Gut. Du, Tina, ich habe gerade mitbekommen, dass Alex mit dir gesprochen hat. Oh, ja, ja, und? Und da dachte ich, warum reitet ihr zwei nicht mit uns aus, du und Bibi? Gute Idee. Stimmt's, Tina? Ja. Hat Alex gesagt, dass du mich das fragen sollst? Nein, der ist schon unten bei den Pferden. War meine Idee. Ach, das ist aber nett. Danke, Elisabeth. Wo können wir uns treffen? An der alten Eiche. Das machen wir immer so. Alex weiß, wo das ist. Prima. Dann würde ich sagen, in einer halben Stunde. Aha, alles klar. Bis später. Tschüss. Tschüss. Na dann los, Tina. Was hast du? Freust du dich nicht? Doch. Aber warum hat Alex mich nicht selbst gefragt? Mann, Tina. Er hat einfach nicht dran gedacht. Komm jetzt. Du hast recht, Bibi. Während Bibi und Tina ihre Pferde Sabrina und Amadeus satteln, sind Alexander und Elisabeth schon unterwegs. Seltsam. Es sieht aus, als zeige Alexander ihr schon jetzt die Gegend. Aber sie scheint das gar nicht so zu interessieren. Elisabeth sagt ihm auch gar nichts davon, dass sie Bibi und Tina angerufen hat. Will sie ihn überraschen? Ach, da kommen sie ja schon zur alten Eiche. Bibi und Tina sind noch nicht da. Ach, lass uns mal eine Pause einlegen, Alex. Aber wir sind nicht mal eine halbe Stunde unterwegs. Ich habe dir noch gar nicht unsere Höhlen gezeigt. Und die alte Mühle... Es ist aber so schön hier. Halt, Bella. Na gut. Oh, Maratscha. Komm, wir setzen uns da unter die alte Eiche. Hier sitze ich sonst immer mit Tina. Aha. Du, Alex, hast du es dir noch mal überlegt? Was denn? Na, das mit dem Distanzreiten. Da gibt's nichts zu überlegen. Ach, dein Vater fände es aber gut. Was fände er gut? Wenn wir ein Adelsteam bilden würden. Das klingt genau nach ihm. Ach, und du fändest das unpassend? Nein, das ist schon eine nette Idee. Es wäre nur gemein gegenüber Tina und Bibi. Aber die beiden können doch auch ohne dich mitmachen. Ja, stimmt schon. Aber ich hab's versprochen. Du bist echt ein Schatz. Tina kann stolz auf dich sein. Komm, lass dich drücken. Hey, ist schon gut. Alex! Tina! Oh, da kommen Bibi und Tina und ich glaube fast, Elisabeth hat Alexander mit Absicht umarmt, damit Tina das mitbekommt. Was Tina jetzt wohl denkt. Also sie sieht ziemlich sauer aus, wenn er mich fragt. Mit funkelnden Augen stapft sie auf die beiden zu. Das nennst du also Elisabeth die Gegend zeigen? Das ist ein Missverständnis. Ach wirklich? Stimmt das, Elisabeth? Wenn er es sagt. Tina, jetzt sei nicht böse. Ich bin enttäuscht, Alex. Du verstehst es aber falsch. Dann erklär mir, was hier los ist. Na, gar nichts. Elisabeth, sag du doch mal was. In Ordnung. Also, Alex hat gerade gesagt, es wäre eine nette Idee, wenn er und ich ein Team bilden. Was? Ist das wahr, Alex? Nein. Das heißt, irgendwie schon, aber... Und der Graf findet die Idee auch gut. Es wäre praktisch ein Adelsteam. Ach, wirklich? Und was wird dann aus unserem alten Freundesteam? Tja, das besteht dann eben nur noch aus zwei Leuten. Und du denkst, das geht so einfach? Bibi, lass. Weißt du was, Alex? Dann mach das so. Bitte? Wenn du andere Mädchen umarmst, dann reite ich sowieso lieber ohne dich. Aber Tina, das kannst du doch nicht machen. Oh doch. Bibi und ich sind auch ohne dich das bessere Team. Na dann, wünschen wir euch viel Glück. Das wünscht euch lieber selbst. Tempo, Amadeus. Alex, Elisabeth, spinnt ihr jetzt total? Tina, warte! Arme Tina. Allein galoppiert sie davon. Sie ist wirklich sehr gekränkt. Aber sie lässt sich nichts anmerken, vergießt keine Träne und wirkt fast wie immer, als Bibi sie kurze Zeit später einholt. Anschließend sitzen die zwei in der Martinshofküche und trinken heißen Kakao mit etwas Zimt,
Bibis Geheimrezept gegen Traurigkeit. Sie versucht, ihre Freundin zu trösten. Aber das ist schwer. Mensch, Tina, wir beide schaffen das mit links. Friss das nicht so in dich rein. Davon kriegt man nur Bauchweh. Ach, Bibi. Ich glaube, die roten Rosen brauchen frisches Wasser. Die von Alex? Ja. Tina, nicht weinen, bitte. Du hast recht. Nicht wegen Alex. Vor allem nicht wegen dieser gemeinen Elisabeth. Ja, auch wahr. Dabei habe ich sie erst auf die Idee gebracht. Welche Idee? Na, das mit dem Team. Dass sie einen Partner braucht. Ach, Mann, war ich blöd. Ist doch nicht deine Schuld. So sind nun mal die Regeln bei diesem Distanzreiten. Glaubst du, Alex ist verknallt in sie? Ach, Quatsch. Sie sieht so viel besser aus als ich. Doppelter Quatsch. Und wenn sie auch noch gewinnt? Quatsch hoch drei. Das wird sie nicht. Ach, das sagst du nur, um mich zu trösten. Ach, nein, Tina, weil es wahr ist. Wir reiten besser. Wir sind ein Top-Team. Auch ohne... Ja, sag ruhig, Alex. Das macht mir nichts aus. Der soll sehen, wo er bleibt. Ich reite mit dir. Und wir gewinnen, okay? Darauf kannst du Gift nehmen. Lieber nicht. Besser noch einen Schluck Kakao. Hexenrezept sozusagen. Ja, solange keine Spinnenbeine drin sind. An diesem Abend gehen Bibi und Tina früh schlafen, denn das Distanzreiten beginnt am nächsten Tag schon um 8 Uhr. Der Start ist am Gut Greifenau. Als Bibi und Tina am Morgen dort eintreffen, stehen Alexander und Elisabeth mit ihren Pferden bereits am Start. Tina und Alexander nicken sich zu, sagen aber kein Wort zueinander. Kurz darauf erscheint Friedhelm von Strauch, der das Rennen veranstaltet. Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zum Rothenbrunner Distanzreiten für Kinder bis 14 Jahre. Dies ist ein ganz besonderer Wettbewerb mit sehr speziellen Regeln. Die wichtigste: Zugelassen sind nur Reiterteams mit mindestens 2, höchstens 3 Reitern. Falls nämlich, was ich nicht hoffe, einer von euch oder eines von euren Pferden Probleme hat, kann jemand anderes aus dem Team Hilfe holen. Ich begrüße nun die 4 Teams. Team 1 aus Falkenstein, Bibi Blocksberg und Tina Martin, 13 und 14 Jahre, auf Amadeus und Sabrina. Team 2, Sonja Höfner und Tim Kaiser, ebenfalls aus Falkenstein, 13 und 14 Jahre, auf Benno und Benato. Team 3, die Gebrüder Emil und Paul Fuchs aus Rothenbrunn, beide 14 Jahre alt, auf den Pferden Samantha und Fox. Und schließlich Team 4, das Adelsteam. Elisabeth von Turm und Alexander von Falkenstein, auch beide 14 Jahre alt, auf 2 edlen Araberpferden, Maharaja und Bella. Um Gedränge auf der Strecke zu vermeiden, starten die Teams mit 5 Minuten Abstand. Start für Team 1 ist Punkt 8 Uhr. Die Strecke ist 39 Kilometer lang und geht über 3 Etappen. Die erste führt westlich über freies Land bis hinter Rothenbrunn. Die zweite geht durchs dunkle Moor und die dritte führt zurück zum Gut Greifenau, am Rande des Rothenbrunner Forsts entlang. Das Ziel ist also der Start. Das Team mit der schnellsten Zeit gewinnt. Eine Frage: Wozu die Etappen? An den Zwischenstopps stehen Streckenposten. Und die tragen jedes Team in eine Liste ein, damit niemand mogeln kann. Ich habe auch eine Frage. Ja, Tina Martin, ich höre. Was ist, falls wir uns vergaloppieren, also die Strecke verlassen? An der gesamten Strecke gibt es Markierungen. Es ist kaum möglich, die zu übersehen. Wer die Strecke dennoch verlässt, wird disqualifiziert. Ich fahre mit dem Auto die Strecke immer wieder ab. Alles klar? Ja! Ja! Also dann, Team 1, Start klar machen. Wir haben jetzt genau 7.59 Uhr
und 50 Sekunden. 10, 9, 8. Macht euch jetzt bereit. 3, 2, 1 und los! Hey, los geht's, Amadeus. Wir lassen es erstmal ganz ruhig angehen, Bibi, wie geplant. Klar, die Kräfte von Amadeus und Sabrina müssen gut eingeteilt werden. Genauso, wie wir das trainiert haben. Ja, da hat Bibi recht. Beim Distanzreiten zählt nämlich die Ausdauer, nicht so sehr das Tempo auf kurzer Strecke. Wer sein Pferd überfordert, kann nicht gewinnen. Nach den ersten 5 Kilometern liegen Bibi und Tina gut in der Zeit, obwohl sie nur im Trab reiten. Doch da kommt Team 4, Elisabeth und Alexander, von hinten angeprescht. Die beiden galoppieren. Brav, Sabrina. Gut so. Immer mit der Ruhe. Ja, mein Großer. Ausdauer ist wichtig. Später machen wir auch mal etwas mehr Tempo. Tempo, Prinzessin! Na, Leute? Hallo, Elisabeth. Hey, ihr zwei. Alles klar? Bei uns schon. Hallo, Alex. Ich dachte, ihr hättet so viel trainiert. Dafür seid ihr aber langsam. Tempo, Bella! Wart auf mich, Elisabeth! Los, Maharaja! Jetzt sind wir ganz vorne, Alex! Die spinnt ja wohl, schon im Galopp zu reiten. Wo wir erst am Anfang sind. Dass Alex das mitmacht. Sein Vater hat ihn bestimmt gedrängelt, dass das Adelsteam unbedingt gewinnen soll. Sein Sohn mit der zukünftigen Schlossherrin. Tina, lass dich nicht provozieren. Wir könnten sie leicht einholen. Ja, die würden schön doof gucken, beide. Sollen wir? Nix da, Bibi, das wäre Schinderei. Stimmt's, mein Großer? Du kannst ja nichts dafür, dass Alex so doof geworden ist. So gefällst du mir, Tina. Und weißt du was? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Alte Hexenweisheit? Nee, alte Pferde- und Freundinnenweisheit. Bibi und Tina haben recht. Es ist völlig falsch, die Pferde schon am Anfang ständig im Galopp zu reiten. Im Trab kommen Sabrina und Amadeus zügig voran, geraten aber nicht aus der Puste. Ganz anders ergeht es da Maharaja und Bella. Das schnelle Anfangstempo macht sich schon nach kurzer Zeit bemerkbar. Elisabeth, mach langsamer! Niemals! Tempo, meine Prinzessin! Na los! Na los! Hey, was hast du denn? Bella? Was? Du siehst müde! Genau wie Maharaja! Langsam, mein Großer! Hey, was soll das? Halt gefälligst an! Der spinnt ja wohl! Ho! Hier geht's um die Pferde. Und da hört der Spaß auf. Was für ein Spaß! Wir müssen gewinnen! Was wird dein Vater sagen? Mein Vater liebt Pferde. Der will bestimmt nicht, dass wir sie schinden. Das ist erst die erste Etappe. Ich will aber als Gewinnerin durchs Ziel. Um jeden Preis? Sieh dir Bella an. Sie ist jetzt schon ganz verschwitzt. Was? Ja, du hast recht. Ach, arme Bella. Meine kleine Prinzessin. Willst du etwa die ganze Strecke im Galopp durchpeitschen? Da mache ich nicht mit. Schon gut, schon gut. Legen wir eine Erholungsphase ein, solange ich... wir gewinnen. Das werden wir sehen. Dann los. Ich wusste gar nicht, dass du so streng sein kannst, Alex. Du weißt vieles nicht. Tja, Alexander ist in diesem Punkt genau wie Bibi und Tina. Er liebt Pferde. Zu viel Ehrgeiz ist nicht nur dumm, sondern gefährlich. Besonders beim Distanzreiten. Aber immerhin, nach der ersten Etappe haben Elisabeth und Alexander einen gewaltigen Vorsprung. Gegen Mittag traben die zwei schon ein gutes Stück auf der zweiten Etappe, dem Rotenbrunner Wald. Elisabeth strahlt vor Stolz. Aber Bella wirkt jetzt schon ziemlich müde. Bella, was ist denn nur los? So schlapp kenne ich dich ja gar nicht. Die Ruhephase hätte eigentlich ausreichen müssen. Habt ihr zwei denn genügend trainiert? Na klar. Wie weit ist es denn noch? Weniger als die Hälfte. Wir sind ja schon Mitte der zweiten Etappe. Ach, na, das schaffen wir schon. Die anderen Teams holen uns garantiert nicht mehr ein. Tempo, Amadeus! Schneller, Sabrina! Ja. Na, ihr beiden, alles klar? Bibi, Tina, da hast du wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Anfangs hui, später pfui. Das hatten wir aber ganz anders trainiert. Oh, so eine Frechheit. Los, Bella, den zeigen wir es. Tempo. Elisabeth, kein Galopp. Bella braucht noch Erholung. Das geht nicht. Och, Mann, wieso denn nicht? Dann müssen wir eben Trick 17 anwenden. Hä? Wir nehmen eine Abkürzung. Was? Ab durch den Wald. Dann liegen wir wieder vorne, ganz
ganz ohne Galopp. Aber das wäre Betrug. Alex, so ein klitzekleiner Betrug, der ist nicht der Rede wert. Oh doch. Ha, Pech für dich. Ich mache es so. In den Wald, Bella. Los. Bist du verrückt, Elisabeth? Warte. Ach, so ein Mist. Los, Maharaja. Wir müssen sie zurückholen. Oh nein, der Rotenbrunner Wald ist viel, viel größer als der Falkensteiner Forst. Und weder Elisabeth noch Alexander kennen sich darin aus. Wenn das mal gut geht. Bibi und Tina erreichen inzwischen das Ziel der zweiten Etappe. Dort wartet Friedhelm von Strauch persönlich. Er macht ein besorgtes Gesicht. Wir sind da, Bibi, und liegen super in der Zeit. Klasse. Jetzt kriegen Amadeus und Sabrina erstmal was zu trinken. Guck mal, da ist Friedhelm von Strauch. Herr von Strauch! Hallo, ihr beiden. Oh, Amadeus. Oh, Sabrina. Ist alles in Ordnung? Ich habe eine Unwetterwarnung bekommen. Es droht eine Regenfront, die sich gewaschen hat. Oh nein. Na ja, so ein bisschen Regen? Mehr als nur ein bisschen, fürchte ich. Es kann sein, dass ich den Wettbewerb abbrechen muss. Oh, das wäre aber schade. Jetzt, wo wir fast gewonnen haben. Finde ich auch. Nun, es ist ja noch nicht sicher. Warten wir, bis alle da sind, dann weiß ich genaueres. Inzwischen könnt ihr eure Pferde versorgen. Gut. Komm, Sabrina. Jetzt gibt's ein paar Leckerlis und frisches Wasser. Für dich auch, Amadeus. Alex hat schön dumm geguckt, hä? Und Elisabeth auch. Aber weißt du, was seltsam ist, Bibi? Nein, was? Jetzt tut's mir fast leid. Aber das war doch lustig. Und gerecht. Ich habe Alex eben immer noch lieb. Das macht keinen Spaß, so zickig zu sein. Verstehe. Diese Zickerei steht dir eigentlich auch gar nicht. Weißt du was? Wenn er kommt, rede ich mit ihm. Ich habe die Nase voll von der Eiszeit zwischen uns. So ist Tina. Ihr Herz und ihre Vernunft sind größer als ihr Stolz. Dabei weiß sie noch nicht einmal, dass Alexander genau in diesem Augenblick ebenfalls eine Entscheidung trifft. Auch er hat nämlich die Nase voll. Allerdings von etwas anderem. Das ist vollkommen verrückt von dir. Wir reiten sofort zurück. Wieso denn? Es ist zu gefährlich für die Pferde im Unterholz. Außerdem kenne ich mich hier nicht aus. Was war denn das? Ein Unwetter, auch das noch. Die Wolken habe ich gar nicht bemerkt, weil der Wald so dicht ist. Doch, der Sturm kriegt ganze Bäume um. Du meine Güte. Ruhig, Bella. Ganz ruhig. Ah, sie steigt. Autsch. Bleib hier, Bella. Alex, tu doch was. Ich hol sie. Du wartest hier, falls sie allein zurückkommt. Aua. Ja, ist gut. Los, Maharaja. Alle Teams warten inzwischen am Ziel der zweiten Etappe. Nur Alexander und Elisabeth fehlen weiterhin. Es schüttet wie aus Kübeln. Und alle haben sich mit ihren Pferden unter die schützenden Bäume gestellt. Tina hüpft von einem Fuß auf den anderen. Sie macht sich große Sorgen um ihren Alexander. Ach, wo bleiben die denn nur? Sie müssten längst hier sein. Vielleicht haben sie anderswo Schutz gesucht vor den Wassermassen. Oder die Markierungen nicht gesehen und sich verirrt. Die Markierungen sind deutlich sichtbar, auch im Regen. Tina, guck mal, wer da kommt. Das ist Alex. Oh, Maharaja. Alex. Tina. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und ich war so ein Idiot, Tina. Was ist passiert? Wo ist Elisabeth? Im Wald. Und was ist mit ihrem Pferd? Bella ist vor Schreck weggelaufen, als ein Baum umgeknickt ist. Wir müssen sie gemeinsam suchen. Das ist zu gefährlich, Kinder. Aber ich kann doch hexen, Herr von Strauch. Bitte. Bella und Elisabeth sind ganz allein. Also gut. Aber seid vorsichtig. Na klar. Ene, mene, Keller. Sabrina wittert Bella. Hex, hex. Es funktioniert. Los, Sabrina. Hinterher. Tempo, Amadeus. Los, Maharaja. Sabrina wittert Bella sofort und folgt der Spur. Verängstigt irrt die edle Araberstute durch den Wald, doch dann finden sie sie. Bibi braucht einen weiteren Hexspruch, um Bella zu beruhigen, dann nimmt sie ihre Zügel. Kurze Zeit danach kommen die drei zu Elisabeth. Sie sieht mittlerweile aus wie ein begossener Pudel. Aber das ist ihr egal,
Hauptsache, sie kann ihre Bella wieder herzen. Bella, süße Bella, meine Prinzessin. Ach, geht es dir gut? Wir haben sie nicht weit von hier gefunden. Sie war ziemlich durcheinander. Kein Wunder. Ach, danke, dass ihr geholfen habt. Tina, Bibi, es tut mir jetzt alles so schrecklich leid. Ach, wirklich? Ja. Ich wollte um jeden Preis dieses Rennen mitmachen und gewinnen. Das haben wir schon bemerkt. Ach, wenn ihr wüsstet. Tina, die Sache unter der alten Eiche, also die Umarmung. Ja. Das war nur ein Trick, verstehst du? Ach. Damit du böse wirst und Alex mit mir reiten kann. Und ich fall voll drauf rein. Und dabei hast du gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Alex steht voll zu dir. Wirklich? Natürlich. Wie kannst du nur das Gegenteil glauben? Komm endlich her. Oh, Alex, es tut mir echt leid. Mir auch, Tina. Lass uns nie mehr streiten. Nein. Na, dann ist doch jetzt alles wieder in Ordnung, oder? Ja. Ja. Kommt, reiten wir zurück. Sonst macht sich Friedhelm von Strauch weiter Sorgen. Mhm. Ja. Als die vier zurückkommen, klärt sich der Himmel schlagartig auf. Friedhelm von Strauch beschließt, das Distanzreiten zu Ende gehen zu lassen, aber nicht als Wettbewerb, einfach so zum Spaß. Das finden alle gut. Und was soll ich sagen? Spät am Abend feiern Bibi, Tina, Alexander und Elisabeth im Schloss einen schönen Ausklang dieses aufregenden Tages. Mit extra vielen Kartoffelpuffern. Na, Kinder, schmeckt's? Prima, Herr Graf, ganz toll. Ich freue mich, dass ihr euch alle so zusammengefunden habt. Nun, Elisabeth, hat dir dein Aufenthalt hier eigentlich gefallen? Und ob? Ich hoffe, ich darf trotz allem wiederkommen. Also, ich habe nichts dagegen. Ich auch nicht. Na, dann ist ja gut. Das finde ich auch. Ach, übrigens, was ich noch sagen wollte. Tina hat sich in der Sache wie eine echte Edeldame verhalten. Genau wie ich mir eine zukünftige Schlossherrin vorstelle. In ein paar Jahren. Bitte, Vater, lassen wir das. Was? Ja, du hast recht, mein Sohn. Also dann, ein Toast auf eure Freundschaft. Wunderbar. Ein versöhnliches Ende dieser Geschichte. Alexander und Tina haben ihren Streit begraben und Elisabeth ist nun wirklich eine ganz nette geworden. Also, ihr Lieben, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das sind Vivi und Tina auf Amadeus und Sabrina.